So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, wir gehen als erstes zu den Supportern des Tages. Da kamen einige zusammen. Gestern gab es ja ein bisschen Probleme. In der Videoaufnahme ging es dann wieder tatsächlich. Es wurde schnellstmöglich gefixt. Und einige sind gestern ein bisschen beim Zeus-Event eskaliert. Und naja, da gehen wir natürlich rein. Karl Bernig fängt hier an, direkt mit zwei Supports. Dann der Freshdie. Und gut reingerutscht. Ja, war alles super. Dann geht's los mit KL 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Der KL 2702. Kuss geht raus. Der DN Kiperius. Noch zweimal der KL 2707. Vielen Dank. Samera ist am Start. Was geht ab? Nochmal der KL. Den lesen wir heute, glaube ich, noch ein paar Mal. DN Lord Tasty ist am Start. Zeus muss hoch. KL 2707. 1, 2, 3, 4 Mal. Eieiei, ich hoffe, da sind einige Zeus-Fragmente bei rumgekommen. Michael Knight wünscht dir und deiner Familie ein tolles Jahr. Das wünsche ich euch auch. Vielen, vielen lieben Dank. KL 2702, noch 7, 07 natürlich. Noch zweimal am Start. Vielen lieben Dank. Kuss geht raus, mein Guter. Entropie, zweimal am Start. Master Klinke, Dr. Planfrei. Frohes Neues allen. Vielen lieben Dank. Dann nochmal der KL 2707 und ein letztes Mal würde ich schon fast sagen, aber nee, da oben sehe ich ihn nochmal. Hab dich heute viel supportet. Ja, das stimmt tatsächlich. Vielen lieben Dank wirklich an jeden Einzelnen, der das über meinen Creator Code hier auflädt. Vielen lieben Dank wirklich. Kuss geht raus. Dann Dennis, danke für die 10%. Ich denke, der hat sich einen Pass gegönnt mit 10% Bonus. Dann nochmal der KL ist am Start. Spiegelei ist am Start. Immer toll, deine Videos. Vielen lieben Dank. Verpeiler, ich wünsche dir, Jenny, und dem Rest natürlich auch ein frohes neues Jahr. Viel Glück und Gesundheit auf hoffentlich viele weitere Jahre. Und ich denke, da können wir uns alle nur anschließen. Der Text, ja, den würde ich so eins zu eins übernehmen. Vielen lieben Dank. Ghost Spartan, heute mal mit Happy New Year. Vielen lieben Dank. Stukex, Zeus endlich. GZ, Entropie nochmal. Prion, geiler Typ. Justin ist am Start. Pape, THC, Werbung für Clan. THC ist okay. Direkt 1, 2. Dreimal mit Fun. Keine Ahnung ist am Start. Robin 2000, danke für deine Videos. Ein gutes neues. Vielen lieben Dank wünsche ich dir auch. Der THC nochmal. Bester Clan. THC ist okay. Ja, vielen lieben Dank für deinen Support. Dann der Smokey. Happy New Year. Dings und so ist am Start. Anacondas. Fresh D. Yo, yo, yo. Fresh D ist in the house. Und vergesst nicht mit dem Code. Der Taker wird unterstützt. Wer es nicht tut, hat Fresh D an der Backe. Und meine Freunde, das kann ich aus Erfahrung sagen. Würde ich mir überlegen, ob ihr das wollt oder nicht. Kapi, vielen lieben Dank. Und nochmal der Fresh D vor 8 Minuten. Kuss geht raus, mein Guter. Ja, dann sind wir im Tagesgeschehen angekommen. Und das sieht heute einfach so aus, dass wir in den Spielkampf eintauchen, weil ich will mal wieder ein Event hier durchzocken. Ich habe es jetzt öfter gesagt, wir zocken durch. Dann war wieder Weihnachten und wieder Neujahr. Und am Ende haben dann immer die Punkte gefehlt. Deswegen müssen wir diesmal uns hier ein bisschen ranhalten. Kontrolliert es bitte, ne? Die nächsten 2 Tage, ob wir da wirklich durchziehen. Und dann geht's los. Was haben wir denn hier für einen Demon Hunter? Absorbierung des Bösen. Dieses Rang für sie uns absorbieren. Jeder Gegner mit der Markierung verteilt 3 Marken. Okay. Okay, machen wir. Gucken wir mal, was wir hier kriegen. Oh, 2er. Hier vorne ein Demon Hunter, wäre cool. Jawohl. Das ist sehr gut. Hier nehmen wir die Beschwörer mit, würde ich sagen. Ansonsten versuchen wir den hier hoch zu pushen. Absorbiert jeder Jägerin. Mit der Markierung verteilt eine Marke unter den Jägerinnen. Tod eines Bosses. Markiert einen zufälligen Jäger des niedrigsten Ranges. Okay. Okay. Sehr schön. So machen wir das. Also theoretisch so, wie wir den Demon Hunter auch immer zocken. Das müsste das rechte Talent sein. Das heißt, wir versuchen den möglichst hoch zu bekommen. Hier können wir Marken sammeln. Die kriegt er jetzt übertragen. Das ist ganz cool. Das nehmen wir mit. Damit boosten wir den jetzt hier erstmal möglichst nach oben. Und dann immer die Einser hier zusammen mergen. Oder jetzt den zum Beispiel hier in den Demon, in den Mime mit rein. Das klappt auch. Der Kollege gibt auch viele Einheiten. Er hat schon 3 Stück. Damit hat er schon fast alle Felder voll. Wir haben kein Merch-Amulett dabei. Schade eigentlich. Mal schauen. Komm, hier, zack. Einmal den Merch. Let's go. Was haben wir denn hier eigentlich? Verbesserte Beschwörung. Jawohl. Oder auch nicht. Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Er sammelt halt keine Marken dadurch, ne?
Also sammelt das schon, aber halt nicht auf einen extrem viele. Mal gucken. Ah, ich weiß nicht, ob wir den höher als T5 bekommen werden. Haben wir schon mal Demon Hunter im Spiegelkampf gehabt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Kann mich gefühlt nicht daran erinnern. Ja, sehr schön. Jetzt hat er natürlich bekommen, weil er der niedrigste halt war. Viele Einser wären jetzt auch gut gewesen. Ja, so sammelt er halt direkt die Marke. Ja, daraus können wir hier noch ein Einser Demon Hunter machen, sobald wir sie bekommen. Wir müssen aber auch die Power-Ups bald durchziehen. Er hat halt jetzt insgesamt 18 Marken schon, ne? Könnten jetzt auch hier den auf 3 machen und den kopieren. Aber was kommt da raus am Ende? Oh, komm hier. Umwandeln. Na gut, den kopiere ich jetzt. Hier haben wir auch noch einen Zweier, den kopieren wir auch. Hier machen wir einen auf den. Oh, perfekt. Bei 20 gibt es, glaube ich, den ersten Boost bei 20 Fusionsrängen. Wir warten mal jetzt, bis hier die zweite Marke drauf ist. So lange ziehen wir die Power-Ups durch. Und DN Moritz hier mit dem Live-Support. Vielen lieben Dank, mein Guter. Kuss geht raus. Werd immer öfter hier live erwischt. So, guck mal. Jetzt können wir die beiden hier merchen. Jetzt gibt es wieder hier schön Augen für ihn hier. 24 Stück hat er schon am Start. Ja, er nutzt halt die Merch-Dinger auch gar nicht aus dadurch, ne? Wir sind jetzt aber wieder unter 20. Das ist doof eigentlich. Sagen wir machen hier auf 20 hoch wenigstens. Als nächstes bekommt er dann jetzt hier halt die Markierung, weil er jetzt der niedrigste ohne Markierung ist. Müsste jedenfalls so sein, meiner Meinung nach. Was hat er denn hier für Ausrüstung 20er? Oh, ja, okay, nicht schlecht. Den schmeißen wir mal hier rauf. Easy. Aber er schafft es auch easy noch. Ja, genau, er hat es bekommen. So, zack, dann können wir die beiden merchen. Kommt noch ein Dreier draus. Die will ich auch nicht wegmerchen, die Dreier. Die brauchen wir schon. Aber guckt mal, der Kollege hat jetzt schon Probleme ein bisschen. Power-Ups hat er auch nicht gemacht. Warum auch immer nicht. Einen Rang können wir wegziehen. Das heißt, wir können uns hier gleich nochmal ein paar Marken theoretisch holen. Let's go. Sehr schön. Hier nochmal das letzte Power-Up drauf. Und der Schmomi auch mit dem Live-Support. Vielen lieben Dank. Ich guck kurz mal, ob die Kollegen was geschrieben haben. Ich glaube aber nicht. Keine Nachricht mit dabei für mich. Ist nicht schlimm. So, Power-Ups haben wir durch. Ja, wir sind durch. Er hat halt von Anfang an leider bisschen Fehler gemacht. Dafür, dass er die Krone hat und ein Top-100-Spieler sein soll. Okay. Okay. Da müssen noch mal trotz Top 100 ein paar der Taker-Videos angeguckt werden, Kapi. Aber ist nicht schlimm. So, let's go. Weiter geht's. Ein Spiel geht noch. Oh. Das ist natürlich doof. Da eine kurze Werbung hier. So, sehr schön. Da sind wir wieder. Let's go. Nächster Kampf geht los. Dann neben nochmal der Live-Support von mir selbst. Kuss geht raus. Relax und Ajax. Okay. 10er Trickser. So, was haben wir denn hier? Alchemist. Golem? Oh, Golem. Nice. Ja, komm, die spammen wir ihm erstmal rüber hier. Für das anfängliche Bonus-Mana. Ansonsten da können wir reinmerchen. Den würde ich hier fast mal aufheben, den Kollegen. Dass wir hier den mal ein bisschen hochpushen.
Fuck, hier nicht vergessen, das Bonus-Mana vom Gegner einzusammeln. Na, er zieht uns nur 2 ab, wir machen 3 plus. Das ist auch schon mal ein sehr guter Vorteil. Hier können wir reinmerchen. Ansonsten denke ich, dass wir das auch gewinnen könnten werden. Und der Live-Support, damit wir gleich mal den Pass uns kaufen können. So genau, wenn ihr die hier mercht oder hier den Fusionsrang erhöht, dann aktiviert ihr den Golem, der dann hier euch mehr Power gibt, mehr Schaden und danach noch rüberfliegt zum Gegner. Sehr, sehr praktisch. Sehr coole Sache. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man zum richtigen Zeitpunkt machen, um den Gegner noch unter Druck zu setzen, vor dem Boss zum Beispiel. Und ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Deck am Ende des Tages. So, müssen wir schauen. Genau. Ja, wir merchen jetzt hier noch ein bisschen. Ah, okay. Der ist ein bisschen ungünstig tatsächlich. Da gibt es nochmal extra Mana für uns. Der Stun für den Gegner. So, wir machen uns hier mal Alchemisten draus, damit wir auch hier die Ränke stacken noch ein bisschen. Hier können wir den Kollegen draus machen. Zack. Und zweiten Kohlkopfwerfer ist auch wichtig. Kohlkopfwerfer in dem Deck. Nicht zu unterschätzen. Und dann hauen wir jetzt einfach hier noch einen Golem rein. In den Boss direkt. Da erhöht ihr nämlich auch nochmal den Schaden, dass er euch nicht dort trifft. Und dann fliegen die Golems noch rüber, die jetzt noch nicht so die Rolle spielen, erst später dann. Erstmal sollte das alles noch ganz entspannt vorangehen. So, was haben wir hier nochmal? Sehr schön. Das ist toll. Der stunt ihm auch gleich nochmal so schön. Jawohl. Zack. Hier haben wir noch eine Notfall-Einheit, da können wir hier raufziehen, kriegen noch eine Fee, können da noch einen raufziehen. Das heißt, wir haben nochmal mindestens 2 Golems aus dem Nichts sozusagen. Das heißt, wir können erstmal hier die Power-Ups durchdrücken. Auch wichtig, hier gleich nochmal den Trickser einsetzen. Nicht vergessen, den vergesse ich auch sehr, sehr gerne. Wir machen jetzt schon plus 6. Das ist sehr gut, also Mana plus sollten wir auf jeden Fall sein, ihnen gegenüber. Kohlkopfwerfer hoch. Und dann können wir weiter spawnen. Ich mache hier, wie gesagt, Alchemisten raus für die Tränke. Und zum richtigen Zeitpunkt dann merchen und die Golems einsetzen. Oder halt, wenn nichts mehr zum Merchen geht, dann kann man auch mal einen schicken. Mal so zwischendrin. Das kann nicht schaden. Er schickt uns auch nochmal. Sehr schön. Da klauen wir ihm nochmal ein bisschen Mana. Er schickt uns noch mehr Golems. Aufstellung ist eigentlich egal, selbst wenn er uns gleich hitten sollte. So, komm, wir machen uns mal hier einen Dreier draus. Bisschen Bonus-Mana, den hier können wir weghauen. Ja, einen hauen wir ihn noch rüber. Schaden auch nochmal schön hoch. Und seine Rave läuft schon sehr, sehr weit. Mein Golem ist da immer noch am Start. So, wir hauen den jetzt auch mal hier rauf. Ist aber eigentlich egal, selbst wenn er uns jetzt hier hin und her schiebt. Ist nicht ganz so schlimm tatsächlich. Oh, die Power-Ups dann schon wieder eher, ne? Hatte ich jetzt nicht gedacht, dass er so lange lebt, tatsächlich. Das tut schon ein bisschen mehr weh, aber bei ihm sind, glaube ich, mehr Power-Ups auf jeden Fall weggegangen. Oder er hatte einfach noch keine gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es gerade nicht genau. Oh, die Kohlkopfwerfer stehen noch vorne, das ist gut. Hier können wir mal reinmerchen. Kommt noch ein Kohlkopfwerfer rum. Die jetzt hier aufheben für den Notfall. Ich würde trotz alledem sagen, dass wir jetzt hier erstmal die Power-Ups wieder hochdrücken. Der Großmeister gleich, ja, der kann böse Sachen tun. Wir hoffen es aber nicht. Mal schauen, was hat er noch? Ja, er könnte auch noch zweimal merchen. Das heißt, 2 Golems könnte er uns jetzt noch schicken direkt. Er hat aber auch nicht mehr so viel übrig. Mana wird er hoffentlich auch nicht mehr so viel haben. Ja, ich warte mal, bis er uns die Golems geschickt hat. Obwohl, die kriegen wir eigentlich noch ganz gut im Griff. Na komm, einen schicken wir ihm auch mal. Zack, den nochmal einsetzen. Und das war's schon tatsächlich. Ich kann ihm mal noch einen schicken. Mal zeigen, wer hier der Boss ist. Kapi. Das sollte durchgehen. Er hat jetzt schon ein Leben verloren. Ja, da setzt er nochmal einen Golem ein.
Aber da kommt halt noch eine ganze, ein ganzer Schwung kommt da noch an. Mein Golem läuft mit rein. Und dann ist es durch an der Stelle tatsächlich. So, jetzt gucken wir nochmal kurz. Ah, nee, wir gucken erstmal nicht kurz. Wir sammeln erstmal den Donnerpass ein. Natürlich mit Platin würde ich euch auch einen empfehlen. Übrigens, das Giveaway läuft noch, ne? Noch ist das Neujahrsevent am Laufen. Das heißt, ihr habt noch die Chance auf 4x100 Platin für jeden, der mindestens einmal supportet hat. Und dann für alle, die mindestens 10 Euro Umsatz gemacht haben, pro 10 Euro ein Ticket fürs 40 Euro Giveaway. Da könnt ihr noch mitmachen. Wir gucken mal kurz. Noch 2 Tage und 8 Stunden läuft es. Und ja, da drücke ich euch alle auf jeden Fall noch die Daumen. Ja. Dementsprechend sieht es schon mal gut aus. Hier gibt es noch was. Oh, 5 Kristalle, da wäre unser Ticket gewesen übrigens. Naja, nun haben wir es so bekommen. Und ja, das sieht erstmal ganz entspannt aus hier. Sehr, sehr schön. Genau, wir wollten noch schauen. Bester Spieler Top 100. Letzte Season 7-5. Tja, naja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Und spielt vielleicht auch nicht so gerne den Demon Hunter, man weiß es nicht. Ach, eine Sache haben wir noch, genau. Ich habe noch eine Sammlung vollständig für euch. Habe ich darauf gewartet, können wir zusammen einsammeln. Und zwar habe ich hier nochmal die Legendary-Sammlung voll. Und auch die epische, cool. Vielleicht gerade eben voll bekommen, wusste ich nämlich gar nicht. 450 Bonbons und hier gibt es nochmal satte 1350 Bonbons für uns. Let's go, sehr nice. Damit steigen wir hier auch nochmal im Rang auf. Und ja, bekommen wir nochmal 500 Münzen. Oh, epische Fragmente, immer gut, komm. Meerjungfrau und Mary, 2 Plätzchen noch. Sieht doch gut aus, let's go. Nochmal ein so ein Bonus, ne? Das wäre halt cool. Aber ich glaube langsam nicht mehr dran. Ich glaube langsam nicht mehr dran. Nochmal die 50 Essenzen. Da haben wir jetzt, glaube ich, ja, 10.900. Da ist ein bisschen was auf Lager. Ansonsten sieht das ganz gut aus. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Let's go. Wir kriegen hier noch ein bisschen was. Let's go. Schön. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Supportet gerne das Video, indem ihr ein Abo dalasst. Erstmal fürs Kanal. Dann werden euch auch weitere Videos angezeigt von mir. Und ihr pusht natürlich ein bisschen den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder, wenn ihr möchtet. Bleibt gesund, bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Okay.